Hier präsentieren wir die 5 beste Dachkoffertests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Thule 634.100 Touring. Diese Version ist besonders robust, da es sich um ein erheblich schwieriges, unflexibles Bauen und Bauen handelt. Genau deshalb hält der Titan es das Gepäck sehr fest, ohne den Standort zu überfliegen, wenn er auch schnell beschleunigt wird. Übrigens eignet sich dieses Gadget für Lasten bis 50 Kilogramm. Das Design kann auch bis zu 330 Liter halten. Auch bei unserem Dachkastenvergleich hat uns gefallen, dass die Box selbst nur 10 Kilogramm wiegt. Das ist wirklich wenig für so mehrere Attribute. Wir waren ebenfalls begeistert von der grundlegenden Einrichtung mit Fast-Click. Mit dem Schnellbefestigungssystem dauert es dramatisch weniger als 10 Minuten, um loslegen. Das Paket kann ebenfalls von beiden Seiten geöffnet werden. Nummer 4. Kartrend G3 Dachbox. Diese Version können wir in unserer Dachbox-Übersicht vor allem aufgrund der geringen Kosten beraten. Für ein Gadget mit einem unflexiblen Gebäude und Konstruktion, es setzt sie ziemlich wenig zurück. Übrigens ist es für ein Volumen von bis zu 220 Litern geeignet. Die Box kann mit maximal 50 Kilogramm gefüllt werden. Die Abmessungen sind 118 x 39 x 76 cm WXHXD. Das eingesetzte Material sorgt zusätzlich für ein besonders hohes Maß an Sicherheit. Das Produkt zeigt ebenfalls nur wenige Verschleißerscheinungen, weshalb dieses Modell besonders langlebig ist. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Artplast Bar 320 Dachbox. Was wir in Bezug auf den Artplast in unserem Dachabdeckkastenvergleich haben, war das außergewöhnliche Preis-Leistungs-Verhältnis. So erhalten Sie ein Design, das trotz der geringen Anschaffungskosten 320 Liter fasst. Die Sicherheit wird zusätzlich behandelt. Die Box wurde vom TÜV geprüft und als besonders robust und widerstandsfähig eingestuft. Wir fanden auch den smarten und auch windabweisenden Stil als umfangreich. Durch dieses Layout hat das Modell wenig Einfluss auf das Fahrverhalten. Nummer 2. Mehn Abomania 320 Liter Rufbox. Dieses Design ist ebenfalls für relativ wenig Bargeld erhältlich. Mit unserem Dachabdeckkastenvergleich haben wir auch die Realität so, dass das Werkzeug in wenigen einfachen Aktionen aufgebaut werden kann. Die Instruktionen sind ebenfalls gut komponiert, weshalb die Rate auch für Laien sehr einfach sein sollte. Die Dachbox hält zusätzlich schlechtem Klima stand. Es schützt das Gepäck vor starker Sonneneinstrahlung oder Regen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Thule Pacific 600 Anthrazit Aeroskin. Dieses Modell ist nicht das günstigste in unserem Dachkastenvergleich. Es geht immer noch voraus, weil es auch mehrere Attribute hat. Die einfache Einrichtung ist besonders gut. Es wird mit Hilfe von schnell zu fassen gemacht. Das zentrale Sicherungssystem bietet zusätzlich viel Sicherheit. Der Schlüssel kann einfach wieder loswerden, wenn alle Verriegelungspunkte eingeschaltet sind. Es ist unmöglich, dass sich die Dachabdeckbox während der Fahrt irrtümlich wieder öffnet. Das Design wurde zusätzlich flach und auch strukturiert gestaltet. Man spürt es so wenig wie möglich. Diese Bautechnik kostet ebenfalls selten zusätzliches Gas.
Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.